Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Weiter geht's mit dem Starterdepot. Ihr merkt hier, meine Stimme, die ist wieder zurückgekehrt. So, ich könnte jetzt auch keine Oper wahrscheinlich durchhalten, aber so 90% und ich denke, das reicht locker fürs Video. Vielleicht jetzt wieder über Überlänge, nur wegen meiner tollen Stimme. Naja, ich will es aber auch nicht übertreiben. Was geht's diesmal? Es geht um IT-Softwareunternehmen, die ich euch vorstellen möchte. Zwei davon, Cognizant und Intuit. Und ich denke, die sind wirklich interessant. SAP kommt dann noch als drittes dazu für die Abstimmung. Wir werden noch eine Abstimmung haben, wo ich euch dann frage, wie viele Sparpläne wollt ihr denn am Ende jetzt tatsächlich haben? Wollen wir alle 20 voll machen, sodass dann die komplette Investitionssumme in Sparpläne abwandert? Oder wollen wir ein bisschen vorher stoppen, um immer ein bisschen was auf die hohe Kante zu kriegen, um das Ganze dann über Einmalzahlungen beispielsweise dann zu verpulvern, wenn wir denken, dass wir jetzt hier außergewöhnlich gute Risiko-Chancen-Verhältnisse haben. Dafür werde ich euch dann auch noch das Starterdepot, so wie es momentan aussieht, zeigen. Habe ich ein bisschen was in Excel vorbereitet. Zunächst aber mal zum aktuellen Stand. Die letzte Abstimmung. Da ist, wer trat da gegen wen an? United Health Group trat an gegen Novo Nordisk. United Health Group ist unterlegen mit ungefähr 45% der Stimmen. Novo Nordisk hat also das Rennen gemacht und die habe ich jetzt eingerichtet als Sparplan. Hier der Hinweis, ihr könnt natürlich dann auch United Health Group, wenn ihr die United Health Group besser gefunden habt, in euer Starterdepot aufnehmen. Also das Ganze ist ja jetzt nur als Inspiration zu sehen, wie man da eben vorgehen kann. Das also hier der Starterdepot. Es ist übrigens nie zu spät, mit dem Starterdepot noch anzufangen. Und wenn ihr das machen wollt, habt ihr ja hier das Angebot. Das heißt, ihr könnt hier dann einen Broker oder ein Depot aufmachen bei einem Broker. Den braucht ihr ja. Haben wir die beiden sparplanfähigen Broker, Consors, Comdirect. Das sind so die zwei Platzhirsche, die beiden Full-Service-Broker. Und dann gibt es noch eine 90-Tage-Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf zu eventuellen Angeboten des jeweiligen Brokers. Damit ich das auch wieder erwähnt habe, dann am besten noch gleich der Disclaimer, der Risikohinweis hinterher. Mit Aktien kannst du Geld verlieren, insbesondere kurzfristig ist kann die Aktie genauso gut steigen als auch fallen, und zwar jede Aktie. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß also nicht, wie die Aktienkurse des nächsten Tages sein werden, und ich gebe auch keine Kaufempfehlung ab. Das Ganze als Inspiration sehen und eigenverantwortlich bitte mit eurem Geld umgehen. Dann gucken wir uns mal an, wie das Starterdepot momentan aussieht. An der Stelle vielleicht, oder wie immer, nicht vielleicht, wie immer, ein großes Dankeschön an euch, an eure Kommentare und Einwürfe. Auch die Ergänzungen jeweils zu den Unternehmen finde ich sehr interessant, wie ihr die Unternehmen seht, die wir hier vorstellen. Und ihr bringt natürlich immer wieder auch neue Themen auf. Beispielsweise eben, ob wir jetzt, wie viele Sparpläne wir jetzt tatsächlich im Starterdepot einrichten, ob es jetzt alle 20 werden oder nicht. Und wie gesagt, wir werden darüber abstimmen. Hier jetzt erstmal die Aufteilung nach Branchen. 20% sind noch offen. Immer 5% ist ein Sparplan quasi. Also vier Sparpläne werden maximal noch offen. Wir haben jetzt hier als letztes zugelegt im Bereich, also Pharma, Gesundheit mit Novo Nordisk. Da haben wir jetzt insgesamt noch 15% drin. Jetzt geht es erstmal weiter hier mit der Technologie. Ihr seht, die ist ja schon relativ stark gewichtet hier mit 20%. Technologie ist einfach so unglaublich interessant und vielversprechend. Kommt ja kein Unternehmen drum herum, dass man da durchaus ja, eine gewisse Gewichtung haben sollte. Während bei anderen Branchen teilweise, da kann man auch eher mal unterrepräsentiert sein. Aber wenn man im Bereich Technologie unterrepräsentiert ist, dann rechnet sich das längerfristig meist wirklich über eine gewisse Underperformance, weil da einfach wirklich viel Interessantes drin ist. So, dann habe ich ja gesagt gehabt, ich habe hier nochmal ein kleines Schaubild aufgemacht mit der Aufteilung nach Regionen bzw. Ländern. Wir hatten ja gesagt gehabt, im groben Plan gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Hier oben, das ist ja der Grobplan, bevor der allererste Sparplan überhaupt ausgeführt worden ist, war Nordamerika 60%, Europa 20%, eigentlich 30% mit Deutschland und Rest der Welt 10%. Jetzt kommt es ein bisschen anders, nämlich USA ist etwas stärker gewichtet,
bereits jetzt schon im Depot, obwohl vier Sparpläne noch nicht ausgeführt sind, also US-Nordamerika, und eigentlich ist es USA, weil wir haben noch keine kanadische Aktie momentan gefunden, für die wir uns begeistern konnten im Sinne eines Abstimmungsgewinners. Nordamerika wird sicherlich stärker als über 60% kommen und Rest der Welt, außerhalb Europas, haben wir überhaupt nichts. Und der Rest ist Europa und ich zeige euch jetzt, wie das aktuell aussieht, nämlich so. Also schon 70% ist USA. Und momentan sind, das muss ich kurz, 18%, 21% sind Europa. Ja, hätte ich einfach hier 100 minus 69 machen können, wäre einfacher gewesen. Und 13% von den 21% sind Deutschland. Und ja, so sieht es halt eben momentan aus. Es ist jetzt nichts, worüber ich mir wirklich den Kopf zerbrechen würde, wenn es eben am Ende die Gewichtung ist und wenn wir halt nichts aus Australien, Kanada oder wo auch Rest der Welt auch immer bekommen, dann ist es halt so. Das ist aus meiner Sicht kein Beinbruch. Das sind global gut aufgestellte Unternehmen, für die wir uns hier entscheiden. Und ja, ich denke, damit kann man auch sehr gut leben und langfristig von steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Apropos, das war ja mein Slogan. Wer bin ich? Mein Name ist Thorsten Tiet, das vergesse ich ab und zu sagen. Und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und hier geht es eben darum, in Aktien zu investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ja, ich würde also sagen, stimmen wir mal ab, wie viele Sparpläne insgesamt wir hier haben wollen. Wollen wir alle 20 aufmachen? Reicht es vielleicht bei 18 schon? Dann hätten wir jetzt noch zwei quasi zu vergeben. Oder wollen wir sagen, also diese eine Abstimmung machen wir noch, aber dann ist vorbei. Das heißt, dann hätten wir insgesamt 17 Sparpläne. So, also bitte stimmen Sie ab. Gut, dann wäre der Weg frei für die nächsten Aktienvorstellungen. Da freue ich mich drauf, weil da sind wirklich zwei interessante Aktien dabei. Wir bewegen uns jetzt im Softwarebereich. Das ist ja also IT-Softwareunternehmen. Da, wo die Margen am höchsten sind, Dividenden aber erwartungsgemäß relativ niedrig. Und es ist auch hier, die Dividenden schwanken zwischen 0,7 und 1,4%, ist also nicht die Welt. Und diese beiden amerikanischen Unternehmen, die ich euch vorstelle, die haben auch erst vor kurzem beide angefangen, Dividenden zu bezahlen. SAP natürlich, ja, schon länger. Viele Dividendeninvestoren übersehen so diese Aktien oder finden sie einfach nicht interessant, wie gesagt, wegen der niedrigen Dividende. Aber ihr wisst ja, eure Rendite setzt sich zusammen aus Kursgewinn und Dividenden. Und die Dividenden, die können ja relativ stark gesteigert werden, wenn die Unternehmensgewinne stark wachsen. Insofern hier sehr interessante Möglichkeiten, nichtsdestotrotz auch für Dividendeninvestoren. Fangen wir mal an mit der ersten Aktie an, Cognizant Tech Solutions, die A-Aktie. Und zwar sind die tätig, ein bisschen ähnlich wie Bechtle im Bereich, oder die kümmern sich darum, dass die IT, sage ich mal so, von anderen Unternehmen auf Vordermann zu bringen, so wie es auch Bechtle getan hat oder tut, die ich vor kurzem vorgestellt habe. Das heißt, sie sind tätig im Bereich der Softwareentwicklung, Prozessoptimierung und IT-Infrastruktur. Stellt euch das so vor: Ein Unternehmen ist gewachsen und die machen dann auch meistens erstmal relativ viel selbst in der IT, stricken irgendwelche Insellösungen. Dann merken sie irgendwann, dass es unübersichtlich wird und dann gehen aufgrund von Fluktuation erfahrene Mitarbeiter, die auch an diesen Insellösungen mitgearbeitet oder diese mitentwickelt haben, gehen dann auch weg. Dann weiß keiner mehr, wie man das eigentlich pflegt. Dann heißt es never touch a running system und wenn es nicht so richtig läuft und jeder eigentlich weiß, dass es anders laufen müsste, dann sagt man halt, ja, das ist halt historisch so gewachsen. Und wenn es einfach nur irgendwann weh genug tut, dann holt man sich jemanden ins Haus, der dafür Ordnung sorgen soll. Je nachdem kann es auch SAP sein, wenn man komplett die Software und die Unternehmensprozesse in einer externen Software abbilden lassen möchte. Oder man geht hin und lässt sich hauseigene Lösungen entwickeln. Das könnte man zum Beispiel mit Cognizant Tech Solutions tun. Und wenn die dann halt kommen, dann müssen die können die nicht einfach anfangen loszuprogrammieren. Was sollen sie denn tun? Die müssen also erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, wie laufen eure Prozesse so? Und wenn sie diese Bestands- oder während sie diese Bestandsaufnahme machen, verstehen sie die Prozesse, wie das Unternehmen läuft, und dann erkennen sie auch Verbesserungsmöglichkeiten. Denn es ist ja so, dass diese IT-Consultants, die dann da unterwegs sind, das ist die Homepage von Cognizant,
die sind ja nicht nur bei, das ist ja nicht der erstes Unternehmen, die sind ja dann in vielen anderen Unternehmen schon gewesen und unter anderem auch bei Mitbewerbern. Hier sind die Industrien, von die halt bedient werden von Cognizant und sind zum Beispiel Banken dabei, Healthcare und viele andere. Und wenn sie jetzt zu einer Bank kommen, und da waren sie vorher schon bei anderen Banken, dann wissen die also, wie es läuft, die kennen die Prozesse ihrer Mitbewerber, dürfen die natürlich nicht eins zu eins verraten, aber die können das Wissen transferieren zu ihrem neuen Kunden und können dann sagen, hört zu, wir könnten das jetzt theoretisch natürlich so nachprogrammieren, wie ihr es wollt. Oder wir passen die Prozesse einfach auch noch ein bisschen an und machen es auch noch besser. Das heißt, das wäre dann eben IT, ja, Consulting Advisory. Und was wir auch noch fragen können, ist dann, jetzt haben wir ein bisschen was geschrieben, jetzt müssen wir halt das deployen, dass sie dann zu Admin gehen und sagen, ja übrigens, wie sieht es denn bei mit eurer IT-Sicherheit aus? Gegenüber Hackerangriffen, Ausfallsicherheit und so weiter. Und das könnte dann zum nächsten Geschäftsfeld führen, nämlich, dass die IT-Infrastruktur im gröbsten Falle abwandert von dem eigenen Unternehmen hin zu Cognizant, zu einer Cognizant-Lösung, vielleicht eben der Cloud oder wo auch immer. Also da gibt es viele Synergiepotenziale bei solchen Unternehmen und wenn die es richtig machen, läuft es auch ganz gut. Das wäre das. Ich möchte jetzt nur mal zeigen, gehen wir mal jetzt auf das Fundamentale, weil das ist jetzt erstmal das falsche Unternehmen. So, hier seht ihr, wie das läuft. Gucken wir uns mal hier auf die Grafik hier, die Umsätze. Und ihr seht, wie schön die gestiegen sind. Anfang des Jahrtausends lag der Umsatz noch bei 137 Millionen US-Dollar. Mittlerweile sind wir bei 16,5 Milliarden US-Dollar. Die Margen gehen leicht rückläufig. Im Zeitverlauf war das, erkennt man nur dann über viele, viele Jahre. Momentan liegen sie bei knapp 16%. Die waren mal bei 20% im Jahr 2005. Aber hinsichtlich des rasanten Umsatzwachstums ist das, denke ich, verkraftbar. Man sieht, wie das Ganze dann aussieht auf Pro-Aktie-Kennzahlen-Basis. Hier die schön steigenden Gewinne, schön steigenden Cashflows und wie ich schon verraten habe, haben die jetzt angefangen, erst vor kurzem Dividende zu bezahlen. Und die Dividendenrendite momentan mit 1,3% relativ niedrig. Aber ihr seht hier, da ist noch etwas Luft nach oben. Ich kann auch noch gerne den Free Cashflow einblenden. Das ist echt cool. Das habe ich vorhin nämlich gar nicht gemacht bei der Kurzsichtung vorher. Der Free Cashflow ist ja fast so hoch wie der operative Cashflow, fast so hoch wie der bilanzierte Gewinn. Das ist halt schön, ne? Das ist was ganz anderes wie in der Autoindustrie oder sonst wo, wo hohe Investitionsvolumen anfallen. Das heißt, die schwimmen in Geld. Weil die einfach kaum Investitionsausgaben haben. Wenn, dann übernehmen die andere Unternehmen. Das werden wir auch noch gleich sehen. Also sehr attraktives Geschäftsmodell und ihr seht, das Ganze läuft. Hier gab es mal einen kleinen Knick 2015, 2016, aber auch relativ klein. Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Es gibt einen etwas größeren Knick, auch in 2015 bei Intuit. Da habe ich dann nachgeguckt, woran das lag. Kommen wir mal später drauf. Was für mich jetzt nichts Relevantes hier. Gehen wir mal in die Fundanalyse und ändern da das Layout. Da gucke ich mir gerne hier mal an, wie das um die bilanzielle Stärke des Unternehmens bestellt ist. Wir machen mal eins nach dem anderen. Und zwar gucken wir uns mal Schulden an im Vergleich zur Tilgungskraft. Und die Tilgungskraft, das ist ja der Cashflow, also der Free Cashflow, abzüglich Dividenden. Und da seht ihr, dass das relativ hoch ist, auch im Vergleich zu den Schulden, zu den Gesamtschulden des Unternehmens. Hier haben sie kein Schuldenproblem, also sehr stabile Tilgungskraft. Und in 3 Jahren theoretisch wären die Schulden getilgt, wenn denn das Unternehmen es darauf ankommen lassen würde. Man kann die Schulden dann auch noch natürlich ins Verhältnis setzen zu dem gesamten Vermögen des Unternehmens. Das wäre ja hier dieses Kernvermögen, dann Cash und Wertpapiere hier und dann Goodwill als potenziell problematische Bilanzposition, weil das ja der Betrag an Geld ist, der bei Übernahmen getätigt wurde, der über den Wert des Unternehmens, das übernommen wurde, herausgeht. Oh, wie kompliziert ausgedrückt.
Anders, sagen wir es nochmal andersrum. Bei Übernahmen hat sich das Management von Cognizant entschlossen, mehr auf den Tisch zu blättern, als das Unternehmen, das übernommene Unternehmen, nach der Bilanz wert gewesen wäre. So rum. Das ist der Goodwill. Und dann haben wir noch Treasury Stocks. Und das seht ihr aber, da gibt es jetzt erstmal keine. Und hier seht ihr auch warum, weil die Aktienrückkäufe, weil es hier keine Aktienrückkäufe gibt. Also eines der wenigen US-Unternehmen, das keine eigenen Aktien zurückkauft. Boah, beeindruckend schon das alleine. Ja, Schuldenquote sehr unspektakulär, wäre jetzt bei 32%. Insofern alles gut hier. Auch der Goodwill ist jetzt nicht so hoch, dass ich jetzt sagen würde, boah, hoffentlich geht da nichts schief. Sieht also wirklich gut aus. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bewertung an. Und zwar gehen wir hier in die dynamische Aktienbewertung rein. Aber erstmal hier das Ganze ein bisschen spannend. Weil wir leiten ja jetzt die Bewertung erstmal her und gucken nicht direkt auf den fairen Wert, weil faire Werte sind immer nur Annäherung. Und wenn ich einfach nur hier den fairen Wert dir in den Kopf knall und du hast keine Ahnung, wie der zustande kam, dann kannst du mir vertrauen, dass der irgendwie stimmt. Aber wie er zustande kommt, weißt du nicht und das ist immer schlecht. Also Gewinn, operativer Cashflow, Dividende blenden wir ein. Und bei der Dividende, wie gesagt, die wurde erst angefangen zu bezahlen. Und da haben wir noch kaum eine Historie und die ist auch relativ niedrig mit 1,3%. Das lassen wir einfach weg. Bleibt also noch immerhin der Gewinn und der operative Cashflow übrig. Und momentan haben die Multiples hier, das ist der aktuelle Stand, KGV von 16 und ein KCV von 12. Das erscheint mir jetzt gar nicht so super hoch. 16 und 12, wenn wir hier gucken, da waren es KGV von 30, 40, 40. Ab hier ist plötzlich dann 18. Also hier ist eine andere Bewertung. Bis dahin war die Bewertung noch viel höher. Und hier 18. Dann würde ich sagen, wir bewerten ab hier. Na, das haben wir auch schon gemacht hier, offensichtlich. Okay, also ab hier. Und dann holen wir uns den Kurs. Das seht ihr auch, dass es hier langfristig steigende Kurse gibt. Und das seht ihr aber auch, dass der Kurs nachgegeben hat. Stimmt, da fällt mir ein, da wollte ich auch noch was zu sagen. Es kommt gleich. Gucken wir erstmal an, wie der faire Wert ist, laut Gewinn und dem operativen Cashflow. Und da seht ihr dann hier, dass die Aktie momentan unterbewertet scheint. Zoomen wir mal ein bisschen näher rein. Und das hier ist der aktuelle Kurs. Und da kann man das jetzt auch verbinden hier zum Beispiel mit beliebigen Punkten, beispielsweise hier dem fairen Wert zum Ende des Geschäftsjahres laut dem Gewinn. Wenn ihr das macht, seht ihr, dass wir hier 24% Kursgewinn hätten, wenn der Kurs sich wieder besinnen würde auf den fairen Wert des Gewinns, den wir hier ausgerechnet haben. Das sind jetzt aber natürlich keine Prognosen, die 100% in Kraft treten müssen. Es ist einfach nur hier, um eine Vorstellung zu kriegen, was für Potenzial man da hat. Oder kann man natürlich auch hier das Ganze auf das übernächste Geschäftsjahr, also nicht auf das Lauf, das wird jetzt laufen, dann wird es das nächste Geschäftsjahr gehen, 42% und aufs Jahr 32,7% Dividendenrendite. Habe ich übrigens neu programmiert in den letzten Tagen. Kannst du einen Aktienkauf simulieren und so. Aber das werde ich mal getrennt vorstellen. Jetzt habe ich ja euch schon gesagt, dass der Aktienkurs hier ein bisschen zurückgegangen ist. Und zwar von oder um 22% so hier vom Hoch innerhalb ja, ungefähr eines Jahres. Das heißt, dass also irgendwas passiert, mit dem der Markt nicht so zufrieden gewesen ist. So hoch überbewertet ist ja die Aktie gar nicht gewesen. Also die hat sich ja immer mehr oder weniger um den fairen Wert, den wir hier ausgerechnet haben, entwickelt. Und jetzt liegt sie doch relativ deutlich drunter. Warum? Und ich habe hier das nicht noch, das auch noch nicht. Ach so, das habe ich auch vergessen. Das wollte ich euch nochmal noch zeigen. Vielleicht ist es noch ein Factsheet. Da seht ihr, wo die tätig sind, wo sie ihre Umsätze machen. Drei Viertel der Umsätze in USA, also Nordamerika. Bisschen was in Europa, ein bisschen was Rest der Welt. Ja. Ich habe die Pressrelease gelesen vom letzten, vorletzten, der vorletzten Ausgabe. Und die haben momentan ein paar Probleme, und zwar Wachstumsprobleme in den Segmenten Banking und Healthcare. Banken machen immer Probleme, das wisst ihr ja.
Und wenn ich von Problemen spreche, dann meine ich im Prinzip Stagnation. Das heißt, es ist vielleicht ein Mini-Minuswachstum oder Stagnation. Und es ist im Bereich Healthcare und Banking. Und da ist das Factsheet gar nicht schlecht. Leider ist Financial Services, wo die auch die Banken drin sind, das stärkste Segment. Die reporten dann ein bisschen auch noch Industrie. 35% und Healthcare ist das stärkste. Und die beiden schwächen gerade ein bisschen. Bei Healthcare haben sie gesagt, wären starke Konsolidierungsbemühungen drin. Wir haben ja auch im letzten Video uns mit Novo Nordisk und United Health Group beschäftigt. Und da kam ja auch schon raus, dass es starken Kostendruck gibt. Und ein starker Kostendruck führt in der Branche auch immer zu starkem Konsolidierungsdruck. Und Kosten drücken allgemein und darunter leiden dann auch andere Unternehmen, die eben diesen Gesundheitsunternehmen zuarbeiten. In dem Fall eben jetzt hier auch ein bisschen Cognizant Tech Solutions und dann, wie gesagt, Banken hier machen, sind für das andere verantwortlich. Das sind jetzt aber aus meiner Sicht jedenfalls keine Showstopper für das Unternehmen und keine Dinge, die unlösbar wären. Insofern ist das vielleicht eine relativ gute Gelegenheit, hier mal anzufangen, mit dieser Aktie anzusparen. So, dann gehen wir zum nächsten Kandidat, das wäre Intuit. Ach, da ist ja schon die Bewertung, das wollte ich jetzt natürlich nicht sagen. Intuit wie intuitiv. Cognizant heißt übrigens sich was bewusst machen, kognitiv. Ja, was machen die? Auch eine Softwarefirma, die sind jetzt besuchen allerdings nicht ihre Kunden, sondern ihre Kunden benutzen ihre Software. Und ihre Kunden, das bist du und ich und kleine Unternehmer und Buchhalter, die sind die Kunden. Und zwar gehen wir mal hier rein. Die haben so eine Art, ja, die haben so eine Art Software wie Wieso, Steuersparerklärung, solche Dinge. Also du kannst damit deine Steuererklärung machen. Du kannst damit mit dieser Software, das ist dann wieder eine andere Software, deine Buchhaltung erledigen und es gibt dann auch noch Software so für deine Vermögensplanung und damit du da den Überblick behältst. Und das Ganze ist ziemlich erfolgreich. Ich habe hier was hier 50 Millionen Leute benutzen dieses TurboTax oder QuickBooks oder Mint, so heißen dann diese Softwareprodukte. Und ich habe mir das kurz angeschaut und sehen nicht schlecht aus. Zum Beispiel bei der Steuer, das ist ja normalerweise so, man macht das einmal im Jahr. Und wenn man es dann macht, dann fängt die ganze Suche an mit, oh, welche Dokumente brauche ich eigentlich? Wo liegt dies? Wo liegt das? Wie war das nochmal? War ja schon so lange her. Und die versuchen so eine Art ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel dein Auto absetzen kannst, also die gefahrenen Kilometer, dann kriegst du halt auch eine App an die Hand, wo du das dann einfach eingibst. Und zwar, während das halt anfällt. Und an sich also keine schlechte Sache. Und was ich noch gelesen habe und interessant fand, das war, Microsoft hat die mehrfach versucht, platt zu machen. Einmal wollten sie die aufkaufen, das ist dann aber an der US-Kartellbehörde gescheitert in den 90er Jahren. Nachdem Microsoft das nicht geschafft hat, ist Microsoft zum Konkurrenten geworden. Die waren vorher schon Konkurrenten, aber ein richtig böser Konkurrent. Und dann haben versucht mit Microsoft Money Quicken, das von denen kommt, die haben es aber verkauft. Quicken kam von Intuit. Dann über diese Quicken-Konkurrenz die platt zu machen, aber es hat Microsoft auch nicht geschafft. Also die haben quasi Microsoft überlebt, sind also krisenerprobt, würde ich mal sagen, oder kampfgestählt, wenn man es so will. Und die machen, ich habe auch ganz kurz überlegt gehabt, ob das vielleicht, was wäre diese Vermögensverwaltung, womit wir mal unser Stadterdepot testen könnten, aber leider hier, und das sieht ihr auch bei der Sprache, die sind halt rein auf dem nordamerikanischen Markt. Und die werden auch von der deutschen Abgeltungssteuer nichts wissen. Ja, ist etwas schade, aber deshalb könnten wir trotzdem investieren. Und da ist hier dieser kleine Knick bei 2015, was Gewinn angeht. Vielleicht aber erstmal hier zum Umsatz und Umsatzwachstum. Die machen momentan 6,7 Milliarden Umsatz. Wächst schön. Nicht ganz so stark wie Cognizant von der Dynamik her, aber wie gesagt, wächst dennoch schön. Margen sind etwas höher. Operative Margen, boah, Entschuldigung, in Summe trotzdem recht stabil.
Haben zwar ihre Dividende schon etwas länger angefangen zu bezahlen als Cognizant. Und dieser kleine Einbruch hier beim bilanzierten Gewinn, der kommt dadurch zustande, dass man die Art der Verbuchung der Umsätze, der bilanzierten Umsätze, anders gemacht hat oder umgestellt hat. So ähnlich wie Microsoft mit Windows 10 haben sie dann auch gesagt, wir tun nicht mehr 100% der Umsätze verbuchen, wenn der Kunde das Produkt kauft, sondern wir schreiben unsere Produkte auf eine gewisse Lebensdauer ab. Ich habe was von 3 Jahren gelesen. Und dann geht es erstmal nach unten künstlich und dann geht es halt wieder nach oben. Also nichts Dramatisches. Dann gehen wir mal in die Vollanalyse und ändern hier das Layout. Gucken uns auch hier erstmal wieder die Verschuldungssituation an. Und ja. Und da sieht man, die haben noch weniger ein Cash-Problem als Cognizant, die auch kein Cash-Problem haben. Und hier der freie Cashflow, genauso wie bei Cognizant, der ist sogar höher als der bilanzierte Gewinn. Also die haben halt einfach, diese Softwareunternehmen, die haben halt einfach kaum Investitionen zu stemmen. Also so ein Laptop und so weiter, okay, aber ansonsten nicht allzu viel, ganz offensichtlich. Und auch hier ist noch viel Luft für weitere Dividendenerhöhungen. Also ihr seht, die könnten ihre Schulden in 2 Jahren locker tilgen, wenn sie das wollten. Und was gibt es noch? Es gibt dann natürlich die Activa, das ist das hier. Kann man im Vergleich zu den Schulden gerne setzen. Dann hier Cash. Guckt euch mal an, hier Cash und cashnahe Wertpapiere, die sie gleich zu Cash machen könnten, das ist die größte Bilanzposition. Die schwimmen quasi in Geld. Und dann haben wir hier noch Goodwill obendrauf, auch durch Übernahmen von anderen Softwarefirmen in erster Linie. Ist aber nicht beunruhigend hoch. Und dann, die haben aber auch Treasury Stocks. Ist auch irgendwo, ja, was sollen die halt mit der ganzen Kohle machen, ne? Halt auch mal ein paar eigene Aktien zurückkaufen. Das sieht ihr dann auch hier, dass die da schon eigene Aktien zurückkaufen. In 2016 7,3% sogar, ganz ordentlich. Dann wieder zurückgefahren auf 1,5%. Und in 2018 haben die auch keine eigenen Aktien zurückgekauft. Ja, sieht also soweit sehr gut aus meiner Sicht. Und das heißt, Zeit für die Bewertung. Gucken wir uns das Ganze mal an. Weg da, weg da, weg da, weg da. So, erstmal wieder rauskriegen, wie wir das Ganze bewerten wollen, ne? So, und dann sehen wir hier einen deutlich höheren KGV als bei Cognizant. Wo sind wir hier aktuell? Hier. 48, wow. 48 KGV und 32 KCV. Ja, das ist ja deutlich höher als in der Vergangenheit. Da lag das noch bei 33. Hier mal bei 64. Ja gut, wegen dem Einbruch hier, aber es war nicht repräsentativ. Also normalerweise war es so um die 30, hier mal um die 20. Gab schon mal 30er hier, 20er hier. Das ist viel zu hoch, ist aber auch als Ausreißer markiert. Ja, also ich nehme gerne längere Zeiträume, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Wir könnten jetzt anfangen hier, wenn wir lieber einen kurzen Zeitraum haben. Hier ist aber den 30er anfangen oder wir nehmen relativ lang. Lassen hier mal den 60er einfließen, aber es relativiert sich ja die Auswirkungen, weil wir relativ viele Punkte hier haben. Ich mache das hier. Und die Dividende lassen wir mal drin. Was gibt es? 0,81. Ja, wird ja irgendwo auf dem fairen Wert, also fair bewertet laut Dividende sein, schätze ich mal. Naja, das seht ihr halt schon den Grund. Ja, die Ursache für das hohe KGV. Die Aktie ist halt echt abgegangen. Wenn wir mal gucken, seit der Finanzkrise hier 2018, seit Anfang 2010, hat die Aktie halt mal um 900%, hat sich halt verneunfacht. Und das mit dem hohen KGV, das kommt halt hier zustande. Hat sich dann auch nochmal hier, naja, 35%, wenn ich jetzt richtig mich nicht verklickt hätte hier, dann wahrscheinlich sogar noch mehr, 47% nochmal zugelegt. Ach, habe ich wieder hier Outlook offen gelassen. Entschuldigung. Close Window. So.
Und dann gucken wir mal, fairer Wert KGV, KCV und Dividende. Ja, und da ist halt die Aktie momentan gnadenlos überbewertet. Das kann halt sein, wenn das Geschäft halt rund läuft. Naja, gucken wir mal vom aktuellen Kurs, wenn wir da mal auf den Gewinn gehen hier. Ist halt ein bisschen Abwärtspotenzial da, ungefähr 33% hier. Ja, aber das Gute ist halt, wir gehen mit dem Sparplan rein, wenn wir uns für die Aktie entscheiden. Das heißt, wenn die dann irgendwann wieder zurückkommt hier, dann kaufen wir halt einfach günstig nach. Und dann relativieren sich die Buchverluste, die wir halt dann erstmal aussitzen müssen, die werden auch entsprechend kleiner. Ihr seht ja auch hier, dass die Fair Value Berechnung, das schon relativ nah am Fair Value war, der Preis die ganze Zeit, ist eigentlich erst zu hier Ende 2017, Anfang 2018 angefangen hat, dass der faire Wert quasi, dass der Kurs dem fairen Wert davon gelaufen ist. Das wäre also eher das Negativste, das ich an Intuit sehe, dass die Aktie momentan sportlich bewertet ist. Dann hätten wir als nächstes noch SAP hier. Und SAP ist dann ein Verlierer aus einer vorherigen Abstimmung, das heißt, die habe ich schon analysiert. Möchte deshalb hier nicht mehr allzu viel zu SAP sagen. Ihr seht aber auch hier schöne langfristig steigende Gewinne bei schwächer werdenden Margen, was aber weniger Marktprobleme sind als das SAP hat es vorweggenommen. Das war Teil ihrer Unternehmensstrategie auch. Und wir sehen, dass dann die Margen auch wieder steigen sollen. Und dass es hier mal nach unten geht, das ist auch an Mitarbeiter, nein, nicht Mitarbeiteraktien, sondern an, ja, wie sagt man, Mitarbeiter sind durch Aktien entlohnt worden und da sind Kosten angefallen. Das ist zum einen und dann sind es auch noch Restrukturierungskosten zum anderen im Rahmen von, so drücken Sie es nicht aus, aber im Rahmen von Frühverrentungsprogrammen. Gehen wir aber gleich zur Bewertung. Ihr könnt euch ja gern das, was ich zu SAP schon gesagt habe, dann in einem anderen Video anschauen. Das werde ich verlinken. Also jetzt zur Bewertung hier. Dann machen wir das wieder weg. Und dann gucken wir uns erstmal das hier an. Auf die 20 Jahre wieder zurückgehen. Sind momentan bewertet mit einem KGV um die 26. Das hier nehmen wir nicht. Das ist nicht repräsentativ wegen hier diesen Rückgängen. Jetzt wären wir hier bei irgendwo bei 26 und beim KCV also 25 rum, würde ich mal sagen. Und ihr seht hier war mal SAP, das sind noch die letzten Auswirkungen, Ausläufer der Dotcom-Bubble mit 67 KGV bewertet. Ab hier dann so 30er, ab hier könnte man das dann quasi nehmen. Wenn wir das machen, dann schauen wir mal, wie so die fairen Werte da alle aussehen. Seht ihr den Aktienkurs? Ich zoome mal wieder rein. Und dass hier ja erstmal runter geht, sind die etwas misleading, diese fairen Werte, weil die eben auf sehr niedrigen KGV, also bilanzierten Gewinnen und operativen Cashflows basieren. Da würde ich sagen, das hier wären Werte, die man wirklich heranziehen kann. Und da wäre die Aktie, wie man hier sieht, aber auch schon noch leicht überbewertet. Basierend auf dem erwarteten Ergebnis des nächsten Geschäftsjahres. Das heißt, die Aktie ist auch nicht wirklich günstig momentan. Sieht ja auch einen kleinen Lauf hinter sich, sieht man, das sieht man vielleicht hier ein bisschen besser. Aber auch bezüglich Dividende ist die Aktie fair bewertet momentan. Aber das machen wir jetzt mal weg hier. Das seht ihr hier, dass sich die Aktie eigentlich langfristig schön entwickelt. Und die hat sich jetzt dann auch seit dem Anfang diesen Jahres, oder, ja, ist ja eigentlich sehr gut gelaufen, hat sie knapp 30% zugelegt. Und jetzt eben, ja, leicht überbewertet, würde ich mal sagen. So, das wären die drei Aktien gewesen. Ich denke, da waren jetzt also wirklich zwei neue spannende Unternehmen dabei. Ich finde sie jedenfalls spannend und mit SAP hier unser Lokal. Matador aus Waldorf, Wiesloch da irgendwo in der Ecke. Dann würde ich sagen, stimmt mal ab. Wie immer, ich bin gespannt auf das Abstimmungsergebnis bzw. auf eure beiden Abstimmungsergebnisse. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.